kommen wir, wie versprochen, noch einmal zu Maria Lasnik, der großen österreichischen Künstlerin und Avantgardistin, der die Albertina ab Freitag eine große Retrospektive ausrichtet. Ihr Verhältnis zu Tier und Natur, die Beziehungen zwischen Frau und Mann oder auch Science-Fiction waren Themen ihrer Kunst. Vor allem aber war es der nackte menschliche Körper. Bilder von gewaltiger, fleischlicher Wucht. Der Ruhm kam spät, 2013, ein Jahr vor ihrem Tod, erhielt sie in Venedig den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Am kommenden Sonntag wäre sie 100 Jahre alt geworden. Der Fotograf, Filmemacher und Autor Sepp Dreisinger stand mit Maria Lasnik jahrzehntelang in engem Kontakt. Wir zeigen Ihnen jetzt seine Video-Langzeitbeobachtung, die er gemeinsam mit Heike Schäfer erarbeitet hat. Wenn alles grün und blüht auf dieser Erde, wenn alles grün und blüht auf dieser Welt, wenn ich komme von Wien her, wenn ich da heruntergehe, dann bin ich glücklich. Am ersten Tag bin ich immer am allerglücklichsten, weil es riecht so gut und es ist so ruhig. Das ist ja wie ein Paradies, wirklich. Und langweilig ist es auch so schön. Ja. Es ist nichts los da hier. Darf ich euch noch einmal ausschneiden? Nein, es ist Sonntag, sonst haben Sie morgen nichts. Nein, ich will ja morgen einen Zwetschgenkuchen machen. Ich habe nämlich die ersten Zwetschgen. Es ist so ein warmer Sommer, dass diesmal die Zwetschgen jetzt schon reif sind. Ich habe ganz junge Bäumchen gesetzt, gell, weil da oben wächst ja nichts. Da sind wir ja auf 1100 Meter, so. Da wächst ja nichts mehr. Äpfel überhaupt keine. Ja. Da warte ich umsonst. Die blühen wohl, aber es kommt nichts dann raus. Auch die Kirschen nicht. Die Zwetschgen zum ersten Mal, da bin ich ganz weg. Wären Sie hergefahren oder fahren Sie mit dem Auto? Nein, ich habe kein Auto. Haben Sie das nicht gemerkt? Wo soll ich denn da? Vielleicht noch eine geheime Garage. Nein. Versteckt. Aber mit was werden Sie hergefahren? Nein. Wie kommen Sie herauf? Zuerst nehme ich, weil ich meistens eine Rolle habe oder was, nehme ich ein Taxi bis zum Südbahnhof. Dann nehme ich den Zug bis nach Friesach. In Friesach muss ich wieder ein Taxi nehmen. Aha. Ja. Also es braucht eine Weile. Na jetzt zum Beispiel. Haben Sie gesehen, jetzt haben Sie es wieder hineingegeben. Ein Bild von mir ist gegangen um 2.700.000 Schilling. Gell? So ein großes Bild allerdings. Gell? Aber die Leute haben mir angerufen und geschrieben und gratuliert zu dem Verkauf. Ich habe keinen Groschen. Ich habe keinen Groschen davon gekriegt. Das ist es. Aha. Und das steht eh dabei. Schön, das um 2.700.000 Schilling verkauft. Und das geben sie noch hinein. Damit ich ja beraubt werde. Nicht? Die Leute werden denken, meine Bilder sind so viel wert und seit damals zittere ich ja. Nicht? Und bei mir, ich habe ja nirgends ein Fenster vergittert oder was. Nicht? Wenn ich den ganzen Winter weg bin oder was. Nicht? Sie müssen Geduld haben, weil ich komme nur langsam vorwärts durch den Dschungel. Sieht man die Schere? Ja. Ja,
habe ja auch mein Tagewerk. Und meistens so erst um 6, 7 im Sommer überhaupt, viel später noch, da gehe ich dann spazieren. Also die Rehe tue ich sowieso nicht dabei aufscheuchen, vor dem hätten die Bauern Angst und die Jäger. Da ist keine Gefahr, weil es gibt ja fast keine Rehe mehr. Einmal am Neujahrstag im Fest in der Kirche, ab in der Kirche nach der Messe. Dann ist es zu mir, auf mich zugegangen und die Kinder waren noch mit, das ist schon eine ziemliche Zeit her. Dann sagt sie, sie möchte einen Bauer malen. Mangel, sage ich, Frau Professor, aber da müssen sie einen anderen aussuchen. Aber wenn nicht mich. Die Kinder haben mich angeschaut, der Stadt. Und da hat sie mich nachher so angeschaut. Und auf 1, 2 ist sie aufgetaucht. In den Zimmer drinnen da hat sie gesagt, wie ich mich hinsetzen soll. Und dann hat sie angefangen zu zeichnen. Und wenn man so geplaudert, dann sagt sie, aber sie haben ganz, ganz weite Backen, hat sie gesagt, sie mir so hat sie mal erwähnt. Nicht nur, ja, sage ich, das ist. Ja. Und da hat sie doch zusätzlich, das habe ich auch schon gesehen, das Grüne da in dem Wald gezeichnet. Wir sind ein ziemlich großer Betrieb und sehr viel Wald. Und das hat sie irgendwie auch mit verewigt. Freude auf die Ausstellung, das stellt sich der andere, der Mensch so leicht vor. Nein, wenn um dich herum ist das, geht so wie in einem Mahlstrom und immer näher zum Mittelpunkt, das ist dann das Endprodukt, ist die Ausstellung und dann hat man überhaupt, ist man in der Ruhe eigentlich. Ich bin eigentlich eher in der Ruhe jetzt. Die ganze Serie ist von mir selber genannt die drastischen Bilder. Und zwar Drastik ist etwas, was so offenkundig ist und sehr stark. Und ich meine, oft sind ja die Bilder vieldeutig, nicht? Und da ist es eigentlich nur eine Eindeutigkeit da. Und das nenne ich dann, wenn es ziemlich eindeutig ist, nenne ich dann hauptsächlich drastisch. Ja, ist aber für dich hauptsächlich eindeutig. Ja, ja. Für das Publikum ist das nicht eindeutig. Na, wieso? Ist es nicht? Was kann es noch sein? Ich greife doch an meinen Kopf und das heißt, wenn man auf den Kopf greift, ja mein Gott, ich bin nicht ganz klar mit meinen Gedanken, nicht? Ja, aber das ist ja das Schöne an den Werken, dass man jeder vielleicht was anderes hineininterpretiert. Manchmal schon, da bin ich froh und ich gebe ja natürlich auch keine Erklärungen oft nicht ab. Eben. Aber das ist sehr deutlich. Die nackte Wahrheit auch erkannt, ist es auch gleichzeitig nicht. Schrecklich, scheußliche Nacktheit. Ich würde auf niemanden schießen. Ich kann ja nicht einmal eine Fliege. Ich tue jede Fliege, die bei mir sich verirrt, und die mich ärgert, die tue ich so lange jagen, bis sie beim Fenster ist und dann tue ich sie beim Fenster hinaus jagen. Also ich tue nichts, kein Lebewesen töten, nicht? Also ist das eigentlich ein Anti-Wahrheitsbild. Das ist die eiserne Jungfrau und die fleischige Jungfrau. Nicht, also zwei Seiten von mir selber sozusagen. Die eiserne Jungfrau, die immer. Welche ist dir lieber? Das heißt, was mir lieber ist, man isst und. Beides. Man isst irgendwas, ja. Nur die Frage ist, ob man draufkommt, was man isst, was man selber isst. Die eiserne Jungfrau, die bin ich halt immer.
Ich habe schon als ganz junges Mädchen habe ich immer auf irgendetwas, was mir rätselhaft war oder was. So ein junges Mädchen ist überhaupt nicht bewusst. Nicht nur jetzt glaube ich, dass ich so war. Und zwar wirklich so ein bisschen stur. Auf irgendeinen Gegenstand war ich immer irgendwie versessen. Und dann, wie die Malerei gekommen ist, war natürlich die Malerei der Gegenstand, auf das ich versessen bin. Ich bin es noch immer. Ein Schwan muss filmen. Jetzt kommen sie alle, schau. Da wird so schön weiß angezogen, schau, das glaubst du, da ist die Obermutter. Schau, jetzt kommen sie alle zu mir. Also da hat mir die Maria vor Jahren einmal so ein Skizzenbuch geschenkt, da sind ganz schöne Zeichnungen drinnen aus dem Zoo, weil sie hat ja beim Zoo gegenüber gewohnt und die Wohnung, die war schon genial, oder? Das war schon super, also man hat direkt über den Zoo von Schönbrunn geblickt, am Abend haben die Wölfe geheult und die Löwen haben geschrien und sie war immer dort, weil sie hat einen eigenen Eingang hinten gehabt und hat da eben die Tiger gezeichnet und dann hat sie mir noch eine Zeichnung gegeben aus ihrer Kantate. Und zwar, das ist ganz schön, wo sie den Albrecht Dürer zeichnet. Sie als junges Mädchen vom Land zeichnet da den Albrecht Dürer. Sie war schon natürlich die erste Frau, die Malerei unterrichtet hat im deutschsprachigen Raum. Und das war eben was Neues in den 80er Jahren, weil 1980 hat sie die Professur bekommen und ist extra aus New York hergeflogen. Das hat eh viel Überzeugungsarbeit gekostet, dass sie das gemacht hat. Und sie ist dann praktisch mit 61 war sie dann schon praktisch Professorin geworden. Das Unterrichten war für sie schon sehr schwierig. Also sie hat dann auch ein Bild gemalt, also gleich am Anfang, und zwar es hat geheißen Sprechzwang, wo sie so steht und sich hier da die Finger reinhält und praktisch versucht zu sprechen, ja. Weil das für sie was Neues war. Aber es ist ja gar nicht so sehr im Unterricht drauf angekommen, was sie jetzt erzählt, sondern man hat ja auch viel voneinander gelernt. Also wir haben sehr, sehr viel untereinander gelernt und ihre Erzählungen waren ja auch sehr gut. Sie hat zum Beispiel immer gesagt, man soll nicht zu früh ausstellen. Man soll immer warten. Ich habe dann eine Ausstellung gehabt, da war ich 24, in der Neuen Galerie in Graz und da hat sie gesagt, das ist viel zu früh, warte, bis du 40 bist. Nein, das hat von sich auf andere geschossen. Ja. Und das war schon wichtig. Also sie hat dann immer erzählt von ihrer Pariser Zeit, also wie sie schlecht gegangen ist und wie sie dann nur mit dem Arnulf Reiner gemeinsam nur einen Reis gekocht haben und wie sie sich überhaupt nichts leisten konnten. Also nicht einmal die Heizung im Winter. Sie hat dann gesagt, sie sind den ganzen Winter nur unter einer Decke gelegen und haben gezeichnet unter der Decke. Und sowas, also davon lernt man ja auch viel, also dass man sieht, ja, dass es nicht gleich so losgeht mit Künstlerdasein. Nein. Schön, gell? Ich hab gedacht, ich renne einfach zu meinem Bild. Das können wir machen, oder? Nein, aber da musst du ja nicht rennen und das ist so anstrengend. Nein, ich kann das so herstellen. Anstrengend für dich. Ach so? Nein, aber ich kann nur drehen da. Ach so. Das sind wieder lauter Interviewfragen. Das ist nicht interessant. Interviewfragen, immer dasselbe. Wo ich angefangen habe, wo ich die Schüler und ich weiß nicht, besser fragen sie mich über den Tod, nicht? Weil das ist das nächste Kapitel. Das hätte ich mich nicht getraut. Was sehen Sie? Ja, also wenn Sie drüber reden wollen. Ja, nicht jetzt schon am Anfang. Na, aber so fragen, also das würde ich mich dann, das hätte ich mir einfach nicht getraut, sowas zu fragen. Doch, wieso? Sie wissen ja, wer alt ich bin. Ja. Oder nein? Doch, natürlich weiß ich. Ja, da können Sie sich ja das vorstellen. Können Sie sich nicht vorstellen, dass,
dass man wirklich ein Dorf, ein Brett vorsieht. Weil dann ist aus, nicht? Es ist aus. Und das ist schon sehr nahe, das rückt schon sehr nahe, immer näher. Ich wäre ja nicht 120 oder 150 Jahre, nicht? Ja, aber 100? Ja, 100 ist auch nicht, ist sehr, sehr bald da. Mhm. 10 Jahre sind so ohne weiteres ein bisschen einschlafen. Nicht? Ich werde mich auch einschlafen lassen. Ich werde in Holland fahren und mich einspritzen lassen, wenn ich weiß, dass das furchtbar wird. Nicht? Und, wenn ich halt an der Welt zu sehr leide und an mir nicht, dann möchte ich auch Schluss machen. Obwohl das eine Sünde ist, glaube ich, im Katholischen. Ja, eine große Sünde. Große Sünde? Ganz große Sünde. Wirklich? Sünde. Mhm. Selbstmord ist eine Sünde? Mhm. Das habe ich gar nicht gewusst. Zwei Totenköpfe sind da drauf. Ach so, ja. Und die Finger. Wegen der Vergänglichkeit. Wegen der Vergänglichkeit. Ich zeige immer zu viel her. Ja, das, jetzt schon wieder jetzt. Das glaube ich nicht. Bei mir hast du nie was gezeigt. Nein, im Allgemeinen. Jetzt zeige ich zum Beispiel zu viel schon zu viel. Ach so. Du musst mich herrichten. Ach so? Du musst mich herrichten, dass ich ordentlich, wirklich. Ja. Ist das, dass man ein bisschen was sieht und aber. Ja. Aber es ist jetzt hauptsächlich die Hände, haben hier so ein schönes Licht und das Gesicht ist dunkel. Ja. Das passt eh zum. Und der Hintergrund der Totenkopf, der ist sehr schön. Dann passt eh. Ja, bleib so. Ja. Nein, das darf man noch nicht. Also. Weil es nicht ganz fertig ist und. Also, ja, das ist aber interessant. Was ist das, ein Fischmensch? Nein, die Geburt eines Knaben. Also. Und das wird heißen, hurra, ein Junge. Das ist typisch für dich. Ja, ja. Da kommt noch was dazu. Der Knabe greift ihr, die Hand ist noch nicht da, greift ihr zwischen die Beine. Der Junge, der Mutter? Ja, der Mutter. Es wird dann ein Muttersohn. Ja. Als Kontrast, gell, ein lustiges Bild zu dem Verzweifelten vorher. War das genug verzweifelt, Herr? Das war verzweifelt. Wirklich? Es war sehr verzweifelt. Aha. So, dass ich fast schon anfange zu weinen. Na geil. So viel nur, dass ich das verschoben habe. Ja. So, zeige da was. Was. Aber du bist nicht mehr gleich so kritisch. Und du wirst einen richtigen Ausschnitt herausschneiden. Gell? Wenn das nicht tragisch ist. Ja, das ist gut. Ja? Ah, das ist gut. Sehr gut. Ein paar werden schon gut sein. Ja. Hm? Zeigst mir aber alle, damit ich sehe, wer ist das Beste, genau. Ist, weil du weißt ja das nicht. Du weißt ja nicht, wer ist das Beste. Weil du nicht wie eine Frau denkst. Du weißt auch nie, was dein bestes Bild ist. Du musst auch immer die Sekretärin holen. Nein. Nein. Weiß ich genau. Ich weiß genau, ja. Aber so Bekräftigung, eine Bekräftigung. Ja, ja. Braucht man manchmal. Bei dem weiß ich auch nicht jetzt. Das habe ich nämlich ohne Hintergrund im Anfang gehabt. Und da war es viel besser. Und jetzt habe ich den Hintergrund gemalt und das ist nicht mehr so gut.
Nein, ist eh fast kein Hintergrund. Was? Fast kein Hintergrund, oder? Na ja, es ist doch das ganze Violett als Hintergrund. Na, das schon, aber keine konkreten Sachen, oder? Du meinst, wenn ein Hintergrund ist, dann muss es... Wolkenkratzer. Nein, eine Vase, Blumenvase oder Teehäferl. Ja. Glaubst du, das ist der Hintergrund? Du bist aber wie ein Bauer. Stimmt so. Ja. Ich wäre eh gerne einer. Na geil. Muss das schon weiter sein, wenn der so... tolle Sachen macht. Ah, ich weiß schon, das muss ich einfach. Bei ihm muss ich das auch so machen, jetzt weiß ich es. Diesen blauen Hintergrund muss ich bei ihm auch machen. Was? Was ist das Weiße da? Ja, das Gesetzblatt. Ach so. Wo sie ihm diktiert. Ach so, was er zu tun hat. Ja. Richtig kochen. Nachdem wir der Mesner waren, ganz in der Nähe von der Schule, wo die Maria gewohnt hat, ist der Kontakt entstanden, weil sie auch gerne in die Messe gekommen ist und auch immer wieder zu den Pfarrfesten gekommen ist. Und da haben wir zu reden begonnen und wir haben ihr halt auch erzählt, dass wir halt so auch malen oder künstlerisch interessiert sind und so. Und dann hat sie uns gefragt, ob wir ein Modell stehen und das hat uns sehr gefreut. Ja, war aber auch sehr aufregend, was das jetzt wird. Und so ist das entstanden, ja. Ihr hat das auch gefallen, diese, ich kann mich erinnern, diese dreckigen Folien da, die Baufolien da drüber ziehen. Das war jetzt nicht gerade angenehm. Weil die waren wirklich grindig und muffig und dreckig. Aber es war trotzdem spannend. Dann haben wir uns in die Badewanne eingesetzt, die da unten steht, genau. Und so hat immer wieder eins das andere gegeben, eine Aktion. Also Dinge ausprobiert oder mit den Ringen, die da runtergehängt sind, wo die du aufgehängt hast. Also im Keller war es eher so, wir haben ausprobiert und sie hat uns beobachtet. Dann hat sie wieder Anregungen. Also mehr, war dann mehr so ein Wechselspiel mit den Kellerbildern, ja. Also wie sie angefangen hat mit diesen paar Bildern, das war ja revolutionär eigentlich, dass sie wieder ganz was Neues mit 90 oder fast 90 ganz was Neues anfängt zu malen. Das war ja das Faszinierende auch an ihr, dass sie sich selber nicht gebunden gefühlt hat oder so. Eine schildernde Persönlichkeit, eine faszinierende, gell? Die traurigerweise niemanden wirklich emotional an sich ran hat lassen. Aber das hat manchmal irgendwie wehgetan, aber die trotzdem immer den Kontakt gehalten hat. Sie hat immer wieder angegriffen bei dir. Okay. Ja, sie war sehr ernst. Auch ja, vielleicht solide für Künstler. Ich war 18, sie war 28. Ich war ein Beginner. Sie hat sich eigentlich künstlerisch schon relativ gut gefunden. Und es war natürlich auch eine Auseinandersetzung da künstlerisch. Das meiste hat sich in Klagenfurt abgespielt. Und wir waren in einer Art, auch in einer Art Wettkampf. Wer ist der Modernere oder Progressive, ich weiß nicht, welchen Ausdruck man damals genommen hat. Und das war auf jeden Fall für beide Seiten eine Herausforderung und auch fruchtbar. Und andererseits war eine private Beziehung da, die aber mir, ich habe vorher nie überhaupt mit einer Dame zu tun gehabt. Und ich habe den Eindruck gehabt, ja, das ist ja furchtbar kompliziert. Das sind ja, wenn alle Frauen so sind, ja, dann werde ich Damen oder Frauen scheu. Und eine Zeit lang ist es mir nachher dann auch so gegangen. Und es hat auf jeden Fall eine gewisse Prägung bei mir hervorgerufen. Bei ihr weiß ich nicht, aber wenn ich mir dann anschaue, mit welchen Künstlern sie dann liiert war, dann gibt es doch gewisse Ähnlichkeiten. Das war eigentlich die engste
Beziehung hatten wir während ihres Aufenthalts in Berlin in den 70er Jahren. Sie war da Gast des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Und da haben wir auch eng insofern, als wir zusammengearbeitet haben oder versucht haben, zusammenzuarbeiten. Und das war für mich auch eine sehr interessante Sache. Was am Anfang war, ich war halt ihr Freund, ihr Boyfriend. Ne? Und da kann man, also, das hat sehr schwer abzuschätzen, welche Bedeutung das für sie hatte. Ja. Und über die Bedeutung, die diese Sache, dieses Verhältnis für mich hatte, möchte ich eigentlich nichts sagen. Eben das Thema war Vorstellungen, Vorstellungsbilder, sogenannte. Was ist das? Welche Rolle spielt das? Aber sie konnte leider überhaupt nicht sagen, was so Selbstbeobachtung, was da in ihr vorgeht. Sie hat immer das Einzige, was sie sagen konnte, und ich meine, es ist ja auch viel verlangt, ne? dass man von jemandem hören will, was geht in dir vor, wenn du dich an etwas erinnerst. Ne? Sie hat immer gesagt, ich weiß einfach, wie das geht. Ne? Entschuldigung. Oh, lass mich, schauen Sie doch bitte einmal zu mir. Ja. Dankeschön. Das ist schlimm, ich darf nicht. Eins machen wir noch, genau. Na, kann ich dann nicht. Sie haben doch schon drei. Ich habe eine Einzige. Ja. Eine Einzige, das habe ich auch noch. Ihre Enkel werden nicht mehr sicher sein, wer das war. Ja. So. Ja, das werde ich Ihnen schon erzählen. Danke, Frau. Du oder ich? Wo haben Sie das her? Das habe ich mir ausgenommen. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie noch einmal durch die Ausstellung kommen. Aber hier ist ein partieller Teil des Körpers, und zwar die Augen, nicht? Das ist ja nicht so selbstverständlich, nicht, dass man die Augen als extra betrachtet und in der Kunst, nicht? Und ich habe es halt wirklich gemacht, die Augen geschlossen, und natürlich musste in der Nacht hätte ich mir wahrscheinlich nichts gesehen, weil die Nacht hatte keine Farben. Und bei Tag, wenn man die Augen schließt, das müssen Sie sich selber einmal vorstellen, was Sie da alles sehen. Es ist unglaublich. Aber man muss sehr, sehr ruhig sein. Das sieht man am Anfang, wenigstens ich habe das so erlebt, dass ich am Anfang ganz abstrakte, nur Farbfelder gesehen habe. Einmal so und so. Und die haben sich natürlich sehr wahnsinnig rasch verändert. Und natürlich ist es vom Licht abhängig, nicht? Die Augen sind total vom Licht abhängig. Nicht nur das Gemüt, sondern auch der Augen. Sie lässt Dinge weg, die sie nicht fühlt. Wenn sie die Arme nicht fühlt, ich würde sagen, dann kann sie eigentlich auch gar nicht malen, aber wenn sie die Arme nicht fühlt, wie in diesem Beispiel, dann malt sie sie auch nicht. Oder wenn so, wie sie sagt, die Gehirnschale hinten in manchen Momenten nicht da ist, nicht zu fühlen ist, ist es unwichtig, dann lässt sie es weg. Also eine ganz intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Wahrnehmung, und sie selber sagt, es ist auch vielleicht weniger Kunst als vielmehr Forschung. Also es hat weniger mit Impulsivität zu tun, was man ja vermuten könnte, wenn man den Pinselstrich sieht. Es geht weder um diese spontane Geste, als vielmehr um eine ganz starke Konzentration und Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich. Ist je nach ihrer Laune, ob man redet oder nicht redet. Manchmal wollte sie, dass man was erzählt. Manchmal wollte sie, dass ich ruhig bin und dass sie sich konzentrieren kann.
Es hat aber auch so Sachen gegeben, wo sie mir irgendetwas vorgesungen hat oder wo wir gemeinsam was gesungen haben. Und ab und zu habe ich auch irgendwelche Sachen erklären müssen. Sie ist ja sehr wissbegierig. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Und sie wollte eben, nachdem sie weiß, dass ich Biologe bin, habe ich halt immer viel über Biologie erzählt. Aber es hat auch andere Sachen gegeben. Was weiß ich, sie war interessiert an Physik, an Quantenphysik und sowas. Und da habe ich halt die Sachen, wo mir ein bisschen ausgehen, habe ich halt erklärt. Und das hat ihr schon immer sehr gut gefallen. Und teilweise ist dann zu heftige Auseinandersetzungen gekommen, weil wir dann oft sehr gestritten haben, weil sie immer die Wichtigkeit der Kunst eben in den Vordergrund gestellt hat. Und nachdem ich ja eigentlich Wissenschaftler bin oder zumindest eine wissenschaftliche Ausbildung habe, sind wir da uns oft sehr in die Haare gekommen. Und ich habe gesagt, das Einzige, was wirklich Bestand hat, ist die Wissenschaft, weil in 5000 Jahren wird kein Mensch mehr von ihren Bildern reden, aber Einsteins Relativitätstheorie ist immer noch da. Da wollte sie mich dann rausschmeißen. Ist aber nicht so weit gekommen. Sie hat es gemalt, ich habe mich einfach so hingestellt und sie hat es gemalt und hat gesagt, sie wird mir eine schöne junge Dame auf den Arm setzen. Und erst wie das in der Ausstellung war, das Bild, habe ich gesehen, dass da das Insekt drauf ist. Und seitdem habe ich eine ganz besondere Beziehung, weil ich über dieses Tier meine Diplomarbeit geschrieben habe. Und zwar ist es Promachus latitarsatus, eine Raubfliege aus Gran Canaria. Und ich habe mehrere Monate in Gran Canaria verbracht, um das Paarungsverhalten von dieser Fliege zu untersuchen. Ja, und das heißt, ein Insektenforscher. Und zeigt mir im Gegensatz zu den anderen Bildern genau so, wie ich wirklich bin. Das rechte Bild, das mit dem Ei, das ist vielleicht noch ganz witzig, weil das hat den Titel der Biologe, der da jetzt wartet, dass etwas aus diesem Ei ausschlüpft. Das finde ich von der Idee her noch ganz witzig. Die anderen zwar, naja, ist Geschmackssache. Jemanden als Kinderschänder darzustellen, ist jetzt nicht besonders schmeichelhaft, aber das hat jetzt mit meiner Person auch nicht wirklich was zu tun. Und auch der Weltzerstörer, ja. Man ist selbst so beeindruckt. Ich wollte nie beeindruckt sein von meinem Geburtstag. Und da wird man mit Gewalt dazugestoßen zu einem Geburtstag, mit der Nase eingerieben in diesen Dreck, der an so einem Geburtstag ist. Ja, die Medien stürzen sich ja einfach auf sowas, weil sie halt sonst... Ja, die wissen nichts anderes anzufangen mit einem Künstler, als den Geburtstag zu feiern. Stimmt, ja. Das ist doch traurig. Und überhaupt, wenn sie erst dann einen feiern, wenn man so alt ist. Knapp vor dem Torschluss. Da hätten sie früher anfangen können. Und dann sagen sie, mein Gott, wie großartig jetzt ich bin. Das Alterswerk ist so großartig. Die haben nicht gesehen, dass ich mit 20 Jahren fast besser war wie jetzt. Die haben das nicht gesehen. Na, vielleicht irgendwer wird irgendeinmal das bemerken. Ich bin außerhalb der Welt schon. Ja, du bist mittendrin. Na, geht. Mit der Kunst. Krass. Ja, meine Galeristen, die tun mir immer so schmeicheln, mit meinem Bauchpinsel. Und die sagen, ja, sie sind... Und in Wirklichkeit stimmt es ja gar nicht. Die tun mir immer was vormachen. Damit ich ihnen ja Bilder gebe, gell? Dann kriegen sie es billig, gell? Und dann halten sie es zurück, gell? Und dann nach 20, 30 Jahren, dann kommen sie heraus damit. Dann können sie teuer werden, nicht? Ja, das ist das Geschäft von den Galeristen. Ja. Ja, da bin ich, weiß nicht, in letzter Zeit wirklich drauf gekommen, dass ich eigentlich nur für die Kinder von meinen Galeristen arbeite. So.
Da habe ich gedacht, das, ich werde einfach nichts mehr malen am besten. Dann werden sie es mehr schätzen. Naja, das schaffst du nicht. Nicht zu malen. Na, es ist langweilig. Die Welt ist dann langweilig. Ja. Bei mir wird es wirklich, muss ich jetzt schon sagen, es wird eine Zeit vor dem Akzident und nach dem Akzident geben. Der Akzident, das habe ich jetzt schon gesehen, mit den Farben bin ich ganz durcheinander. Durch die Medikamente, gell? Und selber. Weil ich weiß nicht. Ich bin dann entsetzt den nächsten Tag, wenn ich hingehe und schaue, was ich gemacht habe. Mir kommt das irgendwie, es stimmt nicht echt alles. Ja, schrecklich. Naja, ich habe ja wohl vorher schon genug viel gemacht. Gell? Glaube ich auch. Ja. Habe ich schon. Aber jetzt habe ich mich halt so gefreut, dass ich besonders schöne Sachen mache. Ja. Hm. Nein, es ist nicht so einfach. Ja, aber du bist gut beieinander. Du glaubst, ich bin gut beieinander, bin ich nicht. Du siehst nicht die Tränen. Ich habe sie eigentlich pausenlos die Tränen. Von morgens bis abends habe ich Tränen in die Augen. Wirklich. Ja. Naja, diese Sachen, die habe ich alle am Dachboden entdeckt und die wollte die Maria gar nicht veröffentlicht haben. Und sie hat gesagt, ja, soll sie irgendwie entfernen und gar nicht zeigen. Aber das ist natürlich kunstgeschichtlich sehr, sehr wichtig. Also gerade diese Phase. Da ist zum Beispiel eine Kopie und die ist von 1929, Bildnis der Tochter des Herodes. Ich glaube, es ist Rembrandt. Und da war sie 10 Jahre, musst du dir denken. 8.12.1929. Und hier gibt es dieses Porträt von Arnulf Reiner aus den 40er Jahren. Und dann gibt es gleich im Anschluss dran dieses hier, 1949, kubistisches Porträt Reiner. Da sieht man ein Jahr Unterschied nebeneinander, ja, die Entwicklung ist sehr schnell gegangen und sie hat es wirklich unglaublich gut verarbeiten können, diese ganzen Einflüsse, die nach dem Krieg auf sie zugekommen sind, Surrealismus, die ganzen Künstler aus Paris, Picasso, Braque und diese ganze Zeit, auch Giacometti, über den hat sie auch viel reflektiert, also das ist wirklich schnell gegangen. Ja, das ist praktisch eines der letzten Bilder und da hat sie noch zuletzt gemalt. Also es hat sie schon vor längerer Zeit angefangen gehabt. Da geht es wieder natürlich um Kindheitserinnerungen, um den Wörthersee. Und diese Figuren, die da schwimmen, die haben alle Namen gehabt. Und da war sie schon sehr, sehr schwach. Und sie wollte das eben noch fertig malen und hat mich gebeten, da im Wasser was zu machen. Und dann war sie wieder ein bisschen unzufrieden und dann wollte sich doch selber. Und die Betreuerinnen, sie hat den Betreuerinnen einen Pinsel in die Hand gegeben und hat ihnen dann, sie ist da gesessen, so die Hand geführt. Und ich habe sie dann auch so genommen und gehalten und dann hat sie da oben noch da das Gesicht gemacht und da die Augen und den Mund. Aber es war ein sehr körperlicher Akt, weil alles für sie körperlich war. Die ganze Malerei, sie hat immer gesprochen, wie ist es, wenn man sitzt, wie verändert sich das? Oder wie ist es, wenn man steht? Verändert sich dann die Malerei oder wenn man liegt? Und war sie dann zufrieden mit dem Bild? Das ist praktisch unvollendet. Das ist praktisch unvollendet geblieben. Das letzte vollendete Bild ist dieses da, das Orange. Tuten und Blasen. Und war ihr das bewusst, dass es das letzte Bild ist? Das war ihr nicht bewusst. Nein, nein, sie hat ja daran nie gedacht. Sie wollte ja immer weiter und weiter und weiter. Und es hat auch nie einen Blick zurückgegeben. Also wenn das irgendwas vergangen war, die Vergangenheit, dann war das erledigt. Deswegen hat sie die alten Bilder, war sie an den alten Bildern ja auch nicht mehr so interessiert. Später.
Das war ja auch völlig egal. Sie hat immer nach vorne gedacht und immer weiter, immer weiter.